Hallo Simulationsfreunde, mein Name ist Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video stelle ich euch ein Tool vor, was ihr nie wieder missen möchtet. Und zwar dreht es sich um das Auto-FPS-Tool, was nun auch für die Microsoft Flight Simulator 2024 zur Verfügung steht. Also, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video und klären die Details. Los geht's! Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute stelle ich euch ein Tool vor, was es eigentlich schon für den Microsoft Flight Simulator 2020 gab. Ich aber nie aktiv ein Video darüber gedreht habe. Nun, mit dem Release des Microsoft Flight Simulator 2024 habe ich mir gedacht, ist das eine gute Möglichkeit, um dieses Tool einfach mal vorzustellen. Und zwar geht es sich um das Auto-FPS-Tool. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ihr dieses Tool unbedingt haben wollt. Denn das Programm passt individuell eure Settings an vom Simulator, um eine konstante FPS-Zahl zu erreichen, die ihr entweder vorangegeben habt oder die das Programm selbst ausrechnet anhand eurer Hardware. Ich würde sagen, wir starten direkt los. In dem heutigen Video zeige ich euch nämlich die Installation von diesem Programm. Ich gehe kurz auf die Settings darauf ein und wir machen noch einen kleinen Probeflug mit meinem System, damit ihr seht, wie das Ganze ausschaut. Wir starten hier auf der Seite github.com. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und hier laden wir das Programm jetzt erst einmal runter. Die Installationsdatei findet ihr hier auf der Seite, auf der rechten Seite, die 0.4.4.0 Initial Release. Dort klickt ihr einmal drauf und dann geht ihr hier einmal runter und ladet euch die Exe-Datei runter. Die MSFS Auto FPS Installer Exe. Ja? Die ladet ihr runter und dann führen wir das Ganze einmal auf dem Desktop aus. Ja, willkommen zurück auf meinem Desktop. Ich habe hier schon mal die Exe-Datei auf meinen Desktop gezogen. Das ist hier das mit dem Hund, das Icon. Dort macht ihr einen Doppelklick drauf und dann öffnet sich noch dieses Pop-up-Fenster hier. Und hier könnt ihr jetzt noch auswählen, ob ihr einen Autostart konfigurieren möchtet. Ich für meinen Fall habe das so gemacht, dass ich keinen Autostart konfiguriert habe. Finde ich persönlich besser. Ich starte das Programm immer, bevor ich den Sim starte, starte ich das Programm. Das könnt ihr dann auch machen. Deshalb Create Link on Desktop Haken rein und Do Not Configure Autostart. Und dann müsste bei euch Install stehen und dann installiert ihr das ganz einfach. Gut, ich mache jetzt einmal noch das Programm für euch auf und dann gehe ich nochmal kurz auf das Programm genauer drauf ein. Wenn ihr das Programm dann geöffnet habt, dann sieht das Ganze so aus. Und wir fangen oben beim Connect-Status an. Also hier wird halt angezeigt, ob ihr zum Simulator connected seid und ob ihr in einer Session seid, also in einem Flug. Diese drei müssten immer an, also alle grün sein, wenn ihr im Simulator seid. Ja? Dann werden hier noch verschiedene Sim-Werte angezeigt, die FPS-Zahl, TLOD, also Terror Level of Detail, eure Genauigkeit von der Umgebung, dann das OLOT, also das Objekt, die Objektdetailgenauigkeit wird dort angezeigt, dann Above Ground Level, wie hoch ihr seid, Feed per Minute, ob ihr sinkt oder nicht und wie hoch eure Einstellungen sind von den Wolken aktuell. Da haben wir hier unten noch Target PC FPS, ihr könnt hier eine gewünschte FPS-Zahl eingeben, die ihr vorhabt im Sim zu erreichen. Das heißt, ihr möchtet 60 FPS haben, dann gebt ihr dort 60 FPS ein. Ich empfehle euch aber, immer von eurem aktuellen Setting die Durchschnitts-FPS zu nehmen. Also habt ihr 50 FPS, würde ich dort auch 50 eintragen, wenn ihr das wollt. Ich würde da jetzt nicht 80 eintragen oder sonstiges, weil dann da habt ihr kein schönes System mehr. Was ich allerdings persönlich mache, ist, mache hier immer den Haken bei Auto Target FPS rein. Das heißt, das System erkennt innerhalb der ersten 10 Sekunden, wenn er im Sim ist, eure Settings und dann passt er diese FPS-Zahl, eure Target FPS-Zahl selbst an, die ihr erreicht oder die das Programm erreichen möchte. Ja, das empfehle ich euch auch einzuschalten. Dann haben wir noch links on top, da habe ich gerade den Haken drin, das ist einfach nur, damit das Fenster on top ist und nicht nach hinten rutscht, unter anderem Programmen.
Hier habe ich nur den Haken drin, damit ich euch gleich das zeigen kann im Simulator und ihr halt die Änderungen sehen könnt von dem Programm, was es tut und wie es arbeitet. Dann haben wir hier noch die Expert Options, da können wir gleich, gehe ich gleich näher drauf ein. Und wir haben hier einmal 24 zu 20 und 20 zu 24. Also wir können hier einmal draufklicken, dann würde er theoretisch den Sim wechseln. Ja? Also ihr könnt das Programm auch für den 20er benutzen. Für diejenigen, die es nicht kennen, könnt ihr es einfach auch für den 20er benutzen. Mittlerweile geht es auch für den 24er. Das heißt, ihr müsst einfach nur hier unten den Knopf drücken und dann wechselt er den Sim auf den 24er. Rechts daneben haben wir noch Flight Type, VFA oder IFR. Da gebt ihr einfach ein, was ihr fliegt aktuell, entweder VFR oder IFR, also Airliner oder General Aviation für VFR. Und das sind so die Basic-Einstellungen. Ich persönlich lasse es dabei. Ich gehe gar nicht eigentlich auf die Expertenoption, da mache ich gar nichts drin. Ich klappe das einmal für euch auf, dann können wir uns das nochmal anschauen. Hier könnt ihr dann noch detaillierter eintragen, was ihr erreichen wollt, euer Level of Details von Objekt oder Terrain. Ich empfehle das aber ja nicht explizit da was zu ändern. Ja? Ich lasse das bei Auto Target FPS und dann ist das für mich, bin ich da fein mit und bei mir funktioniert das gut. Für diejenigen, die da gerne noch ein bisschen rum experimentieren möchten, die können das gerne in den Expertenoptionen machen. Gut, ich würde sagen, wir starten in den Sim. Ich setze mich einmal im Flughafen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann jetzt noch einmal willkommen im Simulator und das Programm ist offen. Und wie ihr jetzt hier an dem Verbindungsstatus sehen könnt, hat er eine Verbindung mit dem Simulator hergestellt. MMSFS 2024 hat erkannt und ein Sim-Connection ist auch vorhanden. Das heißt, wir können das Programm jetzt nutzen. Wir gehen einmal in den freien Flug. Ich wähle hier einmal die Cessna C400 aus und wir starten bei TQPF. Wallbreak, das ist in der Karibik. Dann machen wir kurz einen Flug rüber nach St. Martin, was direkt nebenan ist. Und dann zeige ich euch oder dann können wir mal uns so ein paar Sachen anschauen. Gut, ich wähle hier noch die, Tageslicht aus, damit wir auch ein bisschen was sehen. Nehmen wir mal einfach hier 10 Uhr. Und Startbahn 11, dann würde ich sagen, ich starte in den Sim und wir sehen uns dann gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Und das Programm ist auch automatisch gestartet und ihr seht, ist bei FPS-Settle, erkennt er jetzt automatisch oder er wählt jetzt automatisch eine FPS-Zahl, die wir anpeilen, immer zu haben. In meinem Fall sind es jetzt 55 FPS, die ja, halten möchte dauerhaft. Also, wir gucken nochmal auf die SIM-Verbindung. Die hat er erreicht hier mit Session grün gekennzeichnet. Alle drei grün, das heißt, das Programm arbeitet. Dann haben wir einmal hier meine aktuellen FPS, 62, jetzt 63. Mein Terrain Level of Detail, 400. Und mein Objekt Level of Detail, 300. Ich zeige euch mal gerade kurz nochmal in den Einstellungen, was ich denn regulär eingestellt habe. Wir haben ein TLOD von 400, also das Maximum. Mehr kann ich hier nicht einstellen, ja, Maximum. Und Objekt ist auf 200, also auch Maximum. Mehr kann ich hier nicht einstellen. Und wie ihr sicherlich jetzt schon erkannt habt, hat er das Objektlevel of Detail auf 300 hochgedreht. Das heißt, die Details von den Objekten sind noch schärfer im Endeffekt und noch detaillierter, obwohl ich es gar nicht einstellen kann. Das heißt, das Programm gibt mehr raus, was es überhaupt, was der Sim überhaupt zur Verfügung stellt, sage ich jetzt einfach mal. Gut, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal und dann schauen wir uns das Ganze mal on the fly an. Flaps sind gesetzt, Parking Brake ist released. Ich stelle noch gerade mal die Höhe ein auf 3000 Fuß und setze mal noch gerade meinen Autopiloten, stelle ich noch mal gerade ein. Und das Heading und dann können wir auch direkt loslegen, würde ich sagen. So, ich gehe auf Vollschub und dann geht's ab. Und ja, während ich jetzt hier den Take-Off durchführe, könnt ihr mal beobachten, wie sich das Level of Detail verändert. So wie das Objekt Level of Detail. Gut, ich habe meine 70 Knoten. 80 Knoten. So.
heben wir mal so langsam ab. Und er erkennt schon das Above Ground Level, unsere Höhe, unsere Fuß pro Minute, wie wir steigen. Machen wir hier direkt den Autopiloten an. Kann er nämlich selber fliegen. Ich habe hier die freie Hand. So. Und wie ihr schon seht, hat er das Terror Level of Detail, schraubt sich gerade hoch. Von 415, 18, 22. Das heißt, die Details vom Terror werden immer höher, umso höher ich steige. Und meine FPS sind konstant. Auch wenn mein System eventuell nicht ein Referenzsystem ist. Aber für all diejenigen unter euch, die ein etwas schwächeres System haben, denke ich, ist das genau das Richtige. Programm hier. Ja. Gucken uns das mal in der Außenperspektive an und gucken mal, was der hier so alles zaubert aktuell. Und ja. Mein TLOD geht immer weiter höher. Wir drehen mal ab Richtung St. Martin. Ich sollte auch das Heading einschalten. So. Und mein Terror Level of Detail geht immer höher, umso höher ich steige. Das heißt, er passt das immer weiter individuell im Hintergrund an, sodass ich immer eine konstante FPS habe. Und sogar mehr rausbekomme, als ich überhaupt kann mit meinem System. Ja? Oder was der Sim hergibt, besser gesagt. ...80 FPS aktuell. Das sieht doch gut aus. Gut. Ich würde sagen, wir drehen mal rechts bei und lassen St. Martin einfach links liegen, ist er gesagt. Und wir gehen mal in den Anflug und dann können wir uns das Ganze auch nochmal im Anflug anschauen, wie das ausschaut, wenn wir denn descenden. Drehen wir hier so ein bisschen bei. Und schauen uns mal an, wo die Reise noch hingeht. Also wir sind bei maximal Terror Level of Detail jetzt 634 und das heißt, die Details werden immer genauer und es sieht einfach nur, ja, atemberaubend aus, würde ich sagen. Guckt euch das mal an. Das Fenster vom MSFS Auto FPS Tool kann ich leider nicht größer machen. Ich hoffe, man kann so einiges erkennen. Ich spiele hier auf einem 4K-Monitor, nehme auch im 4K auf, deshalb ist es ein bisschen schwierig, das jetzt noch größer zu machen. Aber ich hoffe, ihr könnt so einiges erkennen. Also, Terror Level of Detail mittlerweile auf 700 gleich. Und es steigt immer noch, umso höher ich gehe. So, ich fahre mal meine Klappen ein. Vielleicht geht das dann mal ein bisschen einfacher hier. Damit wir uns das nochmal ein bisschen anschauen können, bis wohin das Ganze überhaupt geht mit dem Terror Level of Detail. Also, das Tool ist wirklich unfassbar. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Ja. Wir sind mittlerweile bei 750. Object Level of Detail hat er gerade runtergedreht auf 285, damit ich immer noch konstante FPS habe, wie ihr seht. Und ja, es hört einfach nicht auf. Wir sind jetzt gleich bei 800 mittlerweile. 801, 803, es geht immer weiter höher. Und meine Grafik ist, ja, wie soll ich sagen, 1A, wie ihr seht. Sieht einfach top aus. Clouds auch sind auf Ultra gestellt auch. Jetzt haben wir 3000 Fuß erreicht. Mein Terror Level of Detail hat sich bei 834 festgebissen. Und, ja. Ich würde sagen, wir gehen über in die Landung und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir in den Descent übergehen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier mit meiner Höhe wieder auf 1500 Fuß runter. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch landen können. Da vorne ist der Platz, wie ihr seht. Ich mache mal den Autopiloten aus, fliege den Rest manuell und dann gehen wir mal in die Landung über. Denn bei der Landung
Wie wir alle wissen, haben wir ja meistens ja, FPS-Einbrüche und Ruckler. So. Also, Total Level of Detail hat sich jetzt nochmal geändert auf 613. Na, FPS sind konstant bei 70 jetzt mittlerweile. Vorne, da vorne ist die Landebahn. Und ja, es ruckelt nichts. Es ist einfach alles butterweich. Kein einziger Ruckler, kein gar nichts. Ich setze mal die Klappen mal voll. Gehe mit meiner Geschwindigkeit noch mal ein bisschen runter hier. Bin eigentlich viel zu schnell. Ja. Und die Detailgenauigkeit passt sich wieder an. Ja. 530, geht wieder runter. Meine Objekte sind wieder auf 300 hochgegangen. Können wir hier nochmal rausgucken. So sieht das Ganze aus. Und was noch zu sagen ist, ich habe hier eine, ja, eine Payware-Szenerie im Endeffekt in dem Flughafen installiert. Das heißt, das ist nicht gerade ohne. Das muss ja auch noch alles gerendert werden und dargestellt werden. Und das passt ja auch alles. So, jetzt müssen wir hier unseren Airspeed im Auge behalten. Nicht, dass ich vor lauter Reden hier ja noch dazu. Gucken wir, dass wir noch eine gute Landung hinbekommen. Das Video. So. Torelle auf Detail hat sich wieder geändert, wie ihr seht. Immer schön Auge drauf haben. Darum geht es ja in dem heutigen Video. Nicht auf meine Landung, sondern um das FPS-Tool, was ihr hier seht. Und die Funktionsweise. Ich denke, es ist klar geworden, wie das Tool arbeitet. Umso weiter ich mich entferne, es passt halt immer individuell die Detailgenauigkeit der Objekte an. So. Jetzt sind wir wieder bei einem TLD von 400. Wir sind hier unten an der Landebahn angekommen und alles ist super sanft und smooth gewesen. Selbst meine Landung war noch gut. Bis aufs Final. So. Also, da sind wir wieder. So sieht das Ganze aus. 63 FPS, 62 FPS. Torelle of Detail ist auf bei 400 und mein OLOT auf 300. Ich hoffe, die Funktionsweise ist klar von dem Programm. Und wie das Ganze funktioniert. Wir können sogar hier nochmal im Sim jetzt sogar aussteigen und herumlaufen und uns das Ganze mal anschauen. Also, das Tool passt das alles an. Auf dem Boden ist das ein bisschen, ja, ist das nicht so relevant, aber wenn ihr in der Luft seid, ist das, glaube ich, ein bisschen interessanter. Gut, meine Freunde. Das soll es auch schon gewesen sein von der Vorstellung des Auto-FPS-Tools. Ich hoffe, ich konnte euch das etwas näher bringen. Falls euch das heutige Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen in nördlicher Richtung da. Ansonsten würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann. Euer Patrick.